um Kapital schlagen. Wie Sie? Vorsicht, Schätzchen. Sie wollen es sich nicht mit mir verscherzen. Es gibt östlich von hier einen Ort, der Absteige genannt wird. Eine Spelunke, wo Mord und Leid herrschen. Dort sollten Sie mal vorbeischauen. Kroganische Kolonie. Kommen Sie mit den Kroganern zurecht? Jeder kommt mit dem Traum nach Eladen, bald wieder zu verschwinden. Mit Ausnahme von mir und den Kroganern. Sie haben ihre Kolonie in einen Krater gebaut. Clever. Ich vermute, dort ist es kühl genug für Sie. Haben Sie dort eigenes Wasser? Zu Ihrem Pech nicht. Aber Mordor und ich kommen gut miteinander aus. Bis jetzt. Zurück zum Laden. Inventar! Was kann ich hier kaufen? Ich weiß nicht. Was haben Sie denn einzutauschen? Ich verkaufe hauptsächlich Wasser. Aber wenn Sie das wollen, sollten Sie rausgehen zu den Tanks. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort auf diesem Planeten, an dem ich, Wasser finde? Nicht wirklich. Und wenn mir Ihr Gesicht nicht gefällt oder Sie mich verärgern, heißt das kein Wasser für Sie. Okay. Ändert Waffenfeuermodus automatisch. Ach so, das ist gar nicht. Verbesserter Boost, das. Alle Bergungsgüter können weg. So, dann bin ich wieder im Plus. Im magischen Plus. Kampfenergie. Schild, Schildverstärker. Tech-Schadensmodul, das könnte mir eigentlich ganz nützlich sein. Nehmen wir das mit. Ein weiterer Modplatz, das ist schön. Biotik habe ich jetzt nicht so viel, nur einen Schlag auf. Tech-Auflademodul. Achso, auf, ja, Auflade. Dechiffrierung mit. Lässt sich jede durch Glyphen kodierte. Oh, her damit. Falls ich mal am Durchdrehen bin. Honigfarbe. Ich muss ja sagen, ne? Das hat schon seinen Stil. Ich muss ja ehrlich sagen, so mal unter uns. Ich bin ja so ein kleiner Bienenfreund. So, jetzt verkaufe ich noch ein bisschen. Weg. Weg. Dadan, die Lana, die Falken, die Sandstorm, die Sidewinter, die Talon, das Rebellenpanzerung kann weg, brauche ich nicht mehr, kann weg. Weg, weg, weg mit dem Dreck. Der kroganische Hammer kann weg, das kann weg. 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 Gesamtgewinn 15.000. Guckt euch das mal bitte an, ey. Ich kann mich langsam in Geld nicht mehr retten. Reliktkern. Außerdem in Gewölben zu finden. Ich glaube, die behalte ich lieber noch. Das kann weg. 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 Wie viel Platz haben wir denn? Ah, wir haben eigentlich noch genug Platz. Aber ich brauche das alles nicht. Handel abschließen. So. Boah, ganz ehrlich, ich will mir das Modell mit der Wabe ansehen. Ja! Schnell. Deckung. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Zoom. Schabababam. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem Navsystem hinzugefügt. Das ist also Eladen. Hübsch bis jetzt. Was gibt es hier noch? Außer Sand? Der Relikt-Monolith liegt nahe, dass der Planet in der Tat als goldene Welt vorgesehen war.
Außerdem müsste es ein Gewölbe geben. Des Weiteren liegt hier das große Reliktwrack, das wir bei der Landung gesehen haben. Hoffentlich verlassen. Den Scans zufolge nicht. Plünderer und Reliktbots sind dort aktiv. Hier haben Plünderer ein verlassenes Lager zwischen den beiden übernommen. In dieser Richtung, in einem der Krater des Planeten, liegt Neu-Tuchanka, die Kolonie der Kroganer. Krater? Das wird bestimmt lustig. Nicht wirklich. Eladen ist an seinen Schwestermond und diesen Gasgiganten rotationsgebunden. Diese Seite des Mondes kühlt niemals ab. Wer ohne Unterschlupf in einem Krater festsitzt, ist dem sicheren Tod geweiht, weil sein Blut nach 75 Sekunden zu kochen beginnt. Was? Und nach dieser aufmunternden Information begeben wir uns nun in das klimatisierte Paradies des Nomad. Haben Sie die Klimaanlage angeschaltet, Sir? Ja, aber natürlich. So. Sorry, aber ich will die Honigwabe haben. Yummy. Ich habe nicht gespeichert. Doch, habe ich wohl. Schwupp. Will ich nochmal mein Team tauschen? Liam hatte ich lange nicht dabei. Cora. Phoebe. Meine Beste. Was zum Teufel? Mein Honig-Nomad. Mein Honigkuchenpferd. Gehen wir erstmal dahin. Dann können wir auch direkt das Relikt aktivieren. Boah. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Von den blauen Bergen kommen wir. Von den blauen Bergen kommen wir. Immer wachsam, Bissell? Natürlich, Costa. Rutschen Sie mir den Buckel runter. Oh, da habe ich ja die richtigen ausgesucht. Boom! Riesiger Krater voraus! Okay, schafft er noch mit das? Innerhalb des Toleranzbereichs. Es ist ein bisschen warm, das ist mir so egal. Hui. Was zum Teufel ist hier wieder los? Ryder, die Plünderer zerlegen die Relikt-Tech. Ist das ein Problem? Normalerweise nicht, aber wenn sie einen Reliktkern in die Finger kriegen, könnte er instabil werden und die Geißel anlocken. Was? Wie verhindern wir das? Keine Ahnung. Pathfinder, ich könnte ihr Universalwerk von Drogen produzieren, dass sie dann die Kerne deaktivieren. Dann reagiert das nicht mehr. Dann los. Bringen wir das in Ordnung. Hallo! Was zum Teufel? Was zum Teufel geht hier? Oh, die Geißel! Deswegen! Nein! Sie verurteilen andere ziemlich schnell. Ist das der Bulle in Ihnen? Nein, das ist Krisenmanagement. Wissen Sie, was nach einer Katastrophe die größte Gefahr darstellt? Süchtige. Ich hätte auf Bären getippt. Die sind knapp auf Platz 2. In der Region sind Abmordzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Also, eins sollte man hier nicht machen. Man sollte nicht zu nah an diese Geißel gehen und kuscheln.
Das könnte eventuell nicht gesund sein. Es besteht immer noch ein Risiko, dass die Plündererin in die Kerne geschickt. Ich schlage Universalwerkzeug, um die Kerne zu deaktivieren. Oh. Liam, pass auf! Wir müssen da hoch. Ich muss da hoch. Ja. Feinde! Achten Sie auf Relikte! Geben Sie mir Deckung. Oh ja, natürlich. Wuhu! Das ist schon sehr komisch. Nicht gut. Kinders, sorry, da war ich gerade mal ganz kurz ein bisschen leise. Da musste ich gerade so ein bisschen kurz durchschnauben. Hier oben komme ich nicht hin. Vielleicht hier? Nein. Hier komme ich auch nicht hin. Nein. Vielleicht muss ich auf die Seite. Moment. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Danke, Sam. Sehr nett für deine Aufmunterung. Nein! Du sollst doch nicht drüber springen. Dann muss es halt so sein. Ich habe gedacht, ich kann mich so ein bisschen hochmogeln. System hat gesagt, nein. Hier bin ich nun. Hepper. Oh nein, hier ist wieder die Geißel. Wie mache ich das denn jetzt? Achte mal. Nein. Ach Mann. Nee, ich muss hier von der Seite kommen. Anders geht's nämlich nicht. Oh Mann, nein! Lass mich hier drauf! Nein! Lass mich hier drauf! Lässt du mich hier drauf? Nein! Oh, Kinders, ey. Jesus Christ. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Wie komme ich denn da oben hin? Oh, bitte sag's. Ah, Moment, kurz. Ah, kurz Juckreiz. Das sieht mir so ein bisschen sauberer aus. Zumindest sicherer als das, was ich vorher hatte. Ah. Ah. Och, Mann. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Geh doch da hoch. Liam. So. Geh ich hier. Wisst was? Komm, Arsch lecken. Jetzt scheint sie scheinbar keine Lust mehr auf mich zu haben, oder was? Na, ist mir egal. So, das müsste es gewesen sein. Pathfinder. Nein! Ich habe Interferenzen durch Plünderer an weiteren Städten der Relikte. Die machen es einem aber auch immer schwer. Gehen wir zu diesen anderen Städten.
Oh. Hallöchen. Das war der letzte. Der komplette Planet will mich nicht haben. Was soll ich dazu sagen? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wow, das ist jetzt reich gewesen. Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer, von dem wir uns alle noch erzählen können, du. Machen wir erstmal hier. Ah. Oder wartet. Allgemein würde ich sagen, gehen wir zuerst hier hin. Wenn wir es uns hier so ein bisschen erleichtern können, dass es nicht mehr ganz so warm wird, dann da. Nach den ganzen Strapazen, die wir hier hatten. Ich werde aber direkt dieses, glaube ich, dieses Reliktmodul anwenden, wenn ich hier ein Rätsel lesen muss. Denn ich habe nicht mehr lange Zeit. Jeder Planet bekämpft jeden unserer Schritte. Das kann nicht der neue Normalzustand sein. Man kann sich an alles gewöhnen. Ich habe das in Krisensituationen schon gesehen. Dieser leere, hab mich dran gewöhnt, Blick. Mir wird das nicht passieren. Das denken am Anfang alle. Plünderer haben in den Dünen ein Lager aufgeschlagen. Bleiben Sie wachsam. Oh nein, nicht schon wieder ihr. Halli, hallo, Hallöchen. Komm her. Habe ich schon mal gesagt, dass ich eher der Typ bin, der kaltes Wetter vorzieht? Sehen Sie, der hier liegt da schon eine Weile. Ey, warum? Warum schieße ich da durch? Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mir noch mal... Ich muss mich noch mal an den Crafting-Tisch setzen. Diese Modifikation ist... Klingt besser, als sie in Wirklichkeit ist. Oh. Boah, wie cool war das denn? I like that. So. Schwupp. Pathfinder, dieser Gesetzlose starb an einer hochgradig ansteckenden Krankheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das auf unsere Leute ausbreitet. Können wir die Quelle finden? Möglicherweise, falls ich mehr Daten erhalte. Warte mal kurz. Ich möchte mal kurz anmerken, ne? Bin ich jetzt ganz gaga in der Birne? Hat die keine Haare, die Frau, oder ist das ein Kerl? Das ist doch die Statur von einem Kerl. Ach so, ist das Ding. Obwohl ansteckende bakterielle Infektionen selten sind, wurde diese offenbar über oralen Kontakt übertragen. Es ist höchste Vorsicht geboten. Okay, aufpassen also. Mehrzweckgenerator. Magnetischer Standby-Generator, Leistung 20.000 Kilowatt. Wird in ganz Helios gebaut und eingesetzt, um verschiedene Systeme und Geräte mit Energie zu versorgen. Wenn der Generator zerstört wird, werden die von ihm abhängigen Geräte deaktiviert und die Energiezufuhr zu den von ihm gespeisten Systemen unterbrochen. Ja, wahrscheinlich die Schilde. Kann ich hier einfach mal andeuten, wie cool das ist hier? Warte mal. Natürlich geht's jetzt nicht mehr. Natürlich. Das war natürlich Munition niedrig. Shit, ich habe keine Muni mehr. Ah, noch drei Munition. Ja, Weinchen. Ich registriere Temperaturen über dem normalen Wert. Dankeschön. Gut, dass du mich das gesagt hast. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Könnte hier vielleicht noch ein Munitionskistchen sein? Bitte? So. Ein paar dieser Bilder fehlen noch.
Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Da oben. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich frage mich auch so viele Fragen. Fragt ihr sie euch auch? Schabababum, bum, bum. Wie kommt man denn von hier aus da hoch?